Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Ja, und wir sollen in einen spinnenverseuchten Keller. Ratten. Revelio. Falls Mary die Spinnen hier gezüchtet hat, sind sie jetzt nicht da. Ich bin da trotzdem ein bisschen vorsichtig. Uah. Loch. Noch mehr Löcher. Ich hasse Eine es. Leiter. Ich hasse es. Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. Willst du nicht? Gut, wenn du es nicht wissen willst. Oh, Gott das im ist Himmel. kein gutes Zeichen. Diese Spinnen müssen irgendwo sein. Die Musik macht's nicht besser. Die macht's nicht besser. Ich krieg schon wieder 12 Gänsehäute übereinander. Dort unten sollte ich auf alles gefasst sein. Eiersäcke. Wo? Ich muss sie alle finden und zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Ei, ihr Miesen. Ey. Wo bin ich? Hör auf, hör auf! Hör! Mann, ey! Was ist denn? Alter! Was soll denn das? Muss ich Gewalt anwenden? Ups, was habe ich gemacht? Ups, Entschuldigung. Ich wollte nicht die Dynamik aus dem Kampf rausnehmen. Gehst du weg? Du bist widerlich. Aber sowas von. Ja, man merkt, ne? Ich habe mein upgradetes Teil habe ich abgegeben. Wo gehen wir denn lang? Revelio. Was? Fiese Spinne, so. Stell dich nicht zwischen mir und meinen Loot. Das Gefühl, dass sie mich sehen, aber ich sie nicht. Da hast du vollkommen recht. Oh, es krabbelt irgendwas. Boah, leck mich doch. Ich glaube, da geht's weiter rein. Also, wir gucken uns hier noch mal ein bisschen genauer um. Also auch wegsprengen? Nein. Revelio. Na,
lasst es bleiben. Nein, 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 nein. Wo bist du? Da! Scheiße. Das wird eure Eltern sicher wütend machen. Ich habe endlich den perfekten Ort gefunden, um meine Spinnenkolonie zu züchten. Und er war tatsächlich die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Mein Keller. Warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Warum hat das eigentlich noch niemand? Meine Spinnen werden groß und stark und ihre Seide wird mich reich machen. Endlich komme ich zu Reichtum. Endlich kein Knausern mehr beim Einkaufen in der Stadt. Das wird fantastisch. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit Mary Portman geschehen ist. Sie hat die Spinnen gezüchtet. Mhm. Gier frisst Hirn. Altes Motiv? Weiß ich nicht. So, dann wollen wir mal gucken, wohin dieser gruselige Scheiß da führt. Ich bin nicht begeistert. Uah! Leck, wie hast du mich erschrocken, ey. Kann, glaube ich, gleich schon wieder verscheppern gehen. Das ist der letzte Spinnensack. Mhm. Und keine Bossmama oder so? Ihr Miesen. Was soll denn der Scheiß? Haben wir den? Aha. Uh-huh.
Spinnenzahn, Spinnenzahn. Revelio. Truhe. Haut doch bitte ab. Gruselige Scheißviecher, das. Finde den Ursprung der Eier. Super. Super. Ich bin nicht begeistert. Das ist die letzte. Und sie ist wütend. Meines Lebens Albträume haben. Albträume? Lilith. Mein Plan ist es, dass du in Zukunft anderen Albträume bereitest. Nicht umgekehrt. Zauberpuppen. Was war das? Okeli dokeli. Sind wir jetzt hier fertig? Ja, kehre zu Crispin zurück. Okay. Und wir haben mehr gemacht, als in der Auftragsbeschreibung angegeben war. Wir sollten ja eigentlich nur nach Mary gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich am Schwitzen, ne? Kalten Angstschweiß. Mein kleines Lilith. Magst du nicht, ne? Magst du nicht. Jetzt. Der Flugverbotszone. Revelio. Ein Schloss. Das geht ja mal gar nicht. Stufe 3. Hallo Homora. Jetzt
kann ich meine Zwangsneurose noch nicht mal mehr damit erklären, dass ich nach Demigeist suche. In Hogsmeade haben wir jetzt alle. Es tut mir schrecklich leid, dass ich hier so reinplatze, aber... Ich muss halt mal gucken, was hier Phase ist bei euch. Dicke Thron. Wovon quasselt ihr da? Ein wunderschönes Bild. Da träumt man doch gut nachts. Das sind sogar richtige Bilder. Keine, in denen Leute drin wohnen. Pennies. Schön, Sie hier wiederzusehen. Ja, ist ja mein Laden. So, hier. Kannst du haben und kannst du haben. Und den kannst du auch haben. Da kannst du haben. Kann ich zwar noch nicht tragen, aber kannst du haben. Kannst du auch haben. Kannst du haben. Kannst du haben. Weg damit. Weg. 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 So. Den kannst du auch haben. Nachtgewand für Träumer. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Tschüss, Penny. Die Hecke denn wieder aus. Schon besser. Kommt mir das nur so vor oder ist das jetzt stärker frequentiert als zu Beginn des Spiels? Mr. Dunn, ich habe Neuigkeiten. Merlin sei Dank. Wie geht es meiner Mary? Es scheint, als hätte Mary in ihrem Haus Spinnen gezüchtet, um Profit zu schlagen und deren Vermehrungsfähigkeit gehörig unterschätzt. Oh, Mary, auf welche Machenschaften hast du dich eingelassen? Wenn sie in finanziellen Nöten war, hätte sie mich doch fragen können. Sie hat das nicht verdient. Oh nein. Tut mir leid wegen ihrer Freundin. Vielleicht hilft es, dass ich die Spinnen beseitigt habe. Es ist nun wieder sicher dort. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich kann es kaum glauben, aber ich bin erleichtert. Ich schätze, als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten. Das ist die richtige Einstellung. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie über den Neuaufbau des Dorfes auf dem Laufenden. Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde bei meinem nächsten Besuch in Ihrem Laden vorbeischauen. Für Mary, die von uns gegangen ist. Verworrenes Netz. Gut. So. Komm. Dann sagen wir Moon jetzt nochmal Bescheid. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt keine Lust, wieder durchs ganze Schloss zu latschen. Obwohl, da fehlen ja noch ein paar Demigeis, ne? Grüß dich, Moon. Mr. Moon,
Ich weiß jetzt, wer hinter den Demigeist-Statuen steckt. Es war ein Klassenkamerad, den sie gemobbt haben. Pierce Pemberton. Oh, ich hätte es wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken. Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten. Ein cleverer Mann. Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst. Jetzt, wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Irgendwie, so strange. Aber, mein Gott. Muss ich mal reinziehen, ey. Ich habe immer noch nicht die eine, also hier die Karte gefunden, wo ich zigmal versucht habe dran zu ziehen, aber nichts passiert ist. Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern, das lässt in ein paar Stunden nach. Ja, ich erinnere mich. Revelio. Ach komm, bleib mal bei der Sache, Lilith. Bleib mal bei der Sache. Ist nie langweilig. Aber die sind doch anwählbar. Revelio. Keine Feuerschale. Contringo. Offensichtlich nicht. Hier. Guck mal da, da ist ja. Contringo. Das stimmt auch. Das habe ich hier lange vernachlässigt. So. Revelio. Truhe? Ach so. Alles klar. Warte kurz.
Alles gut, alles gut. Schon vorbei. Schon vorbei, alles gut. Hallo, Homura. Nehmen wir mit. Revelio. So, hier ist dann Sense. Ein Testral hier drin? Warum steht hier ein Testral rum? Was ist das denn? Ich glaube, ich habe sofort meine Alien-Doku gesehen. Ja, aber das heißt Doku, ne? Also hier dann. Mal ein bisschen Schwurbelei zum Spaß gucken. Liebes Tagebuch, mit jedem Tag wird es schwieriger, eine tapfere Miene aufzusetzen, während ich mich um mein geliebtes Hogwarts kümmere. Täglich, so scheint es, stolpere ich über eine weitere Demigeist-Statue. Wer steckt dahinter? Wen habe ich so viel Unrecht getan, dass man mich jetzt mit diesen abscheulichen Dingen quälen muss? Ich bin am Verzweifeln, seit ich dieser schrecklichen Kreatur in Hogsmeade begegnet bin, kann ich nicht mehr schlafen und ich fürchte, diese verflixten Statuen lenken mich nicht nur von meinen Pflichten ab, sondern ich sehe ohnehin die nötigen 8 bis 9 Stunden Schlaf auch ziemlich mitgenommen aus. Ich muss standhaft bleiben. Wenn ich schwanke, wen sollen die Schüler dann in diesen magischen Hallen um Rat fragen? Hogwarts würde sicherlich in völliges Chaos verfallen, wenn ich meinen Posten auch nur für einen Tag verlassen würde. Ich muss stark bleiben. Für die Schüler, für Hogwarts. Die angesehenen Schriften von Gladwin Moon. Kalle, du hast echt ernste Probleme. Revelio. Aber, guck mal, stehen 2 Testrale rum. Hallo. Noch einer. Seid ihr von der Kutsche oder was? Hallo, Homura. Blutiges Fleisch. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als müsste man hierfür die Behörden benachrichtigen, aber keine Sorge, es ist nur blutiges Fleisch als Futter für die Testrale. Ja, seht ihr mal. Und bei uns kriegen sie nur hier so die Trockendrops. Ich sag ja, da ist keine artgerechte Haltung, was wir da betreiben.
echt irre, ne? Was du hier alles entdecken kannst. Alohomora. Da ist der komische Spiegel. Lumos. Mhm. Etwas weiter oben, ne? Wo mag das sein? Wo mag das sein? Die Ferne? Okay. Okay. Überhaupt nicht verstörend. Alohomora. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Super. Wie viel gibt's da noch? 3 Stück, also noch 2. Du gehörst mir, Demigeist. Nehmen wir. So. Oh. Ah, da bist du ja. Nee, wollte ich gar nicht. Lumos. Naja, ist auch nicht der richtige Winkel, ne? Theo? Auch nicht. Der Richtige. Revelio. Befestigungsmauern des Schlosses. Zusammen mit mächtigen Schutzzaubern schützen diese Befestigungsmauern Schloss Hogwarts bereits seit Jahrhunderten. Die alten Räume und Gänge entlang der Mauern könnten eine Erkundung wert sein, denn sie bergen ihre eigenen Geheimnisse. Jetzt bin ich ja noch weiter getriggert. Aber hier ist auch schon Ende. Was ist das denn hier eigentlich? Ach so. Alles klar. Ah, hier war ich. Ja, ist aber...
Lumos. Das Einzige, was so ein bisschen passt, ist da vorne, ne? Aber irgendwie. Revelio. Lumos. Ich müsste vielleicht noch mal einen Blick drauf werfen. Rechts ist ein Wasserlauf. Treppe und Turm. Okay. Wo ist der Wasserlauf? Ja, der ist hier. Lumos. Contringo. Macht's doch nicht. Lumos. Da ist der Wasserlauf. Oder? Passt doch. Turm, Wasserlauf und Treppe. Aber keine verfickte Motte. Auch nicht, ne? Fuck off! Aha. Flattermaske. Komm ran. Was ist hier los? Komm. Hab ich dich, kleiner Teufel. Spitze, nur dass ich überhaupt nicht sehe. Zack, bumm. Handbuchseite. Fertig. Gut.
So, wie ihr seht, hab ich mich mal wieder wunderbar ablenken lassen. Egal. Dann fliegen wir halt nochmal hier nach Sebastian hin. Und dann in der nächsten Folge. Versprochen. Versprochen. Was war das denn? Warum? Was heißt der Fall nach oben? Höchstwahrscheinlich, ne? Tatsache. Ali Hotzi-Torte. Diese Torte, die mit den Blättern des Ali-Hotze-Baums gebacken wird, ist ein köstliches Naschwerk, das unkontrolliertes Lachen hervorruft. Das musst du ausprobieren. Futter. Ey, du stopfst dir sonst alles, stopfst du dir rein, weißt du? Du bist drauf, Lilith. Das weiß ich jetzt nicht. Liegt das an Felix Felicis oder wie der heißt? Naja, spielt keine Rolle. Wo sind wir denn hier? Alles schon abgeräumt. Alles schon abgeräumt. Ja, das ist doch gut, ne? Aber Hogsfield ist jetzt sicherer. Und dafür danke ich dir. Kein Ding, Schwester. Kein Ding. Wo ist er denn? Ist auch egal. Kriegen wir in der nächsten Folge raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Entschuldigung, aber ich werde hier... Ich find's genial bei dem Game. Ich find's wirklich... Ich find's genial. Ne? Also ich habe selten ein Rollenspiel erlebt, wo du, ja, belohnt wirst dafür, blöd in der Gegend rumzugucken. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Gronkh hier abgehen würde. Der wird nach 500 Folgen wird er noch nicht mal die erste Quest erledigt haben. Ja. Ist der Hammer. Finde ich gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.